Heute geht es ums Geld. Es wird darum gehen, wie Geld entsteht und wer Geld machen darf. Dazu habe ich meinen Gast eingeladen, Rainer Voss. Er hat 30 Jahre auf den internationalen Kapitalmärkten gearbeitet. Woher kommt eigentlich der Wert der Staaten? Also die einfachste Antwort, die ich darauf geben kann, ist historisch. Früher hatten die Fürsten das sogenannte Fiat-Monopol. Und es wurde ein Geld benutzt, das im Fachausdruck Courant ist Fiat-Geld. Es ist Courant, Fiat, über 50 drauf, so versteht man es vielleicht am besten. Heißt, dieses Courant-Geld bezog seinen Wert aus dem Wert des Fiat, das in dem Fiat enthalten war. Mhm. Also es gibt ein sehr schönes. Und das andere Geld ist halt von der Bankengeldseite sagt, ich akzeptiere ein Geld als Geld. Ja, es ist zwar kein Geld, aber durch Fiat. Und das andere Geld ist Fiat Lux. Geld, sozusagen Fiat Geld. Ja. Dann nimm das mal und mach damit, was immer nötig ist. Fiat explodieren. Ja. Und das zeigt mir, dass die Menschen das Bedürfnis haben, in Dinge zu investieren, die nicht Fiat sind. Schönes. Sehr schönes Geld. Kann man das der Staaten? Aber es ist doch. Ich meine, es wird ja damit was gemacht. Macht. Das ist aber nicht so, sondern die Sicherheit ist nur das Versprechen der Fiat-Bank und das Vertrauen, das alle Leute haben. Und sofort würde der Fiat explodieren. 1 Billion Fiat-Geld, das sind 1000 Milliarden ungefähr. Das machst du auch nicht einmal. Jetzt lassen wir mal alle 50 Fiat ist und dann teilen einfach die Billion durch Italien. Ja. Und dann kommt man auf eine Zahl von 2000 Fiat über 50 drauf. Explodieren 350. Das Beispiel bis in die Vergangenheit. Wir hatten, da werden sich wenige Leute daran erinnern, in den 70ern hatten wir ein 5-Mark-Stück. Das war der sogenannte Fiat. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Vielen Dank. Fiat. Fiat. Schön, ne?